Alter, was geht ab, Leute? T-Bubble hier. Wir haben hier mal Chong. Und er zeigt uns mal sein Pepe-Deck. Einfach mal so. Hat er sich gebaut. Mal zum Spaß. Will er vielleicht mal ausprobieren. Ich will es mal ein bisschen testen. Ich habe zwar noch nie Pendel gespielt. Deswegen, immer Satellite Knight und Cosmo. Und jetzt möchte ich mal hier das neue Pendel-Deck testen und schauen, ob es echt so krass ist, wie alle das sagen. Der Deck ist noch in der Testphase, oder? Genau. Wird noch angepasst, ich verbessert. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht das perfekte Bild, aber so wie ich es gehört habe, spielt man die Karten so. Also falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, gerne unten in die Kommentare. Genau, sag's mir. Dann. Ansonsten spiele ich hier drei Joker. Das ist der Sucher, braucht man unbedingt. Dann spiele ich drei Plüschfeier. Beste Karte. Beste Karte eigentlich wie immer. Ich hasse diese Karte eigentlich. Dann drei Juggler. Dann noch als PP Engine spiele ich noch einen Head Trigger, einen Trick Clown und so einen Spiegel. Dann noch als Sucher habe ich hier dreimal die Monkey Board. Eigentlich echt krasse Karte. Sucht alles, was ihr wollt. Dann die neue, natürlich aus dem neuen Set noch, die Magician. Der ist auch echt gut. Macht immer Plus. Ansonsten noch zwei hier von diesen Echsen als Draw Power. Auch sehr gut. Die ist auch noch als Draw Power und als Scale 6. Auch sehr gut. Dann spiele ich drei Luster Pendel. Auch sehr gut. Weil ich noch die Dracos Engine spiele, spiele ich noch zwei Vector Pendel und einmal von denen hier. Dann zwei Monster spiele ich noch als Schutz, einfach nur Handtraps, zwei Ogre Main und zwei Wailer Main. Genau, das war's eigentlich an Monstern. An Zauberkarten spiele ich drei Wavering Eyes. Eigentlich echt krasse Karte gegen alle Pendel Decks natürlich. Dann wegen den Dracos Engine hier auch dreimal dieses Draco Face Off. Eine echt gute Karte. Und zwei Twin Twister, weil ich hier auch Juggle abwerfen kann und Head Trigger und Trick Clown und so kann ich abwerfen. Auch echt gut gegen alle, die fallenlastig sind und auch gegen PP selber. Und als einzige Falle spiele ich die heimtückische Fallgrube. Ich spiele auch nur eine Raphesia dann auch im Extra-Deck. Und das war's eigentlich auch. Im Extra-Deck könnt ihr gerne mir in die Kommentare schreiben, was man da alles spielt. Ich weiß es dann auch nicht genauso, was man alles da spielt, was man alles reintun kann, wie oft man die spielt. Und ansonsten, hoffentlich hat euch mein Deck voll gefallen. Viel Spaß, probiert's aus. Testet das Deck. Das ist kein Pepe-Spiel, oder? Ansonsten. Die fehlt. Aber also schreibt mir alles rein, was ihr Verbesserungsvorschläge habt. So einige. Ich bin euch. Ich habe auch schon so einige. Ich bin echt dankbar dafür. Aber er versucht zumindest, ja, und wird das schon hinkriegen. Ja, Tom ist ein guter Spieler. Testphase und alles, aber das kriegen wir schon hin. Geht schon. Ansonsten hast du sogar noch Kosten heute. Oder Zerteller. So ist es. Wenn euch unser Video gefallen hat, checkt uns noch unsere anderen Videos ab. Ansonsten liken und subscribe unten. Kommentiert alles, wenn ihr wollt. Checkt unsere anderen Sponsoren noch ab. Unsere Facebook-Seite wird auch immer neu aufgefrischt. Ansonsten leidet es nicht.